So. Jetzt haben wir bekommen das nächste Level. Nope, bekommen wir nicht, oder? Nee. Nächstes Mal. Dann suchen wir gleich das nächste Angebot raus. Aber davor mache ich jetzt mal eine kurze Pause und gucke, was der von mir will. Bis dann. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eurotalk Simulator 2. Und ja, ne? Wir werden jetzt gleich mal weitermachen, und zwar mit einem neuen Auftrag. Mal gucken, was wir fahren können. Muss ich das hier? Frankfurt nach Dortmund, da waren wir nochmal, den nehmen wir mal. So, wäre natürlich der schöne Ladebalken. Und das sind wir schon. Gut, das war wieder mit eingebauten Navi. Da. Was? Was? Das war die falsche Taste. Okay. So, haben wir gleich alles hinten dran und so. Dann geht's ja gleich los. Also, vermute ich mal, ne? So, das könnte jetzt unter Umständen kurz dauern. Kommt davon, wann kein Auto mehr kommt, ne? So. Schnell rausgefahren und weiter geht's auch jetzt. Und so. Und wir haben einen schönen. Wir können dann direkt vorne oder rechts von uns. Weiß jetzt, ich hab grad nicht geguckt, wo das Fahrzeug war. Und ich komme mit dem Bremssystem nicht so recht. Der bremst viel zu stark. Weil ich habe auf meinem alten Spielstand die Bremsen ewig weit runtergeschraubt. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe das einfach gemacht. Deswegen bin ich es gewöhnt, dass der LKW einen furchtbar langen Bremsweg hat. Und ich hatte dieses realistische Druckbremsdingensystem nicht drin. Vielleicht macht das auch irgendwas anders, das weiß ich jetzt gerade nicht. Schön automatisch auch zu blinken. Ist doch perfekt, ne? Ich dachte, wir fahren schon zu schnell und da ist eine rote Ampel. So, wir können natürlich auch aufs Fenster gucken. Also nach hinten neben. Ja, okay, wir können auch so aufs Fenster gucken und dann folgen wir sich raus. Durch wieder durchs Fenster, wenn man hier schon sieht. Ich weiß gar nicht, ob man das YouTube sieht, das ist ja kein sehr... Oh, die Ampel ist grün. Kein sehr großer Unterschied, aber ich habe keine Ahnung. Aber rausgefunden, man hört so richtig schön, wie mein Stuhl quietscht. Oh ja. Das kommt davon, wenn man so einen alten Kackstuhl hat wie ich. Da kann ich jetzt auch nichts dran ändern, ne? So. Duckeln wir mal gleich mit 50 gemütlichen km/h in die Straße entlang. Und wie weit ist das überhaupt? Ich guck mal ganz nach. In 10 Stunden müssen wir Pause machen. Und in 11 Stunden sind wir da. Oder bleiben uns noch insgesamt 11 Stunden? Ah ne, uns bleiben noch insgesamt 11 Stunden, glaube ich. Es geht 5000. Und hier steht nirgends. Ich hab vergessen, was ich nachgucken wollte, fuck. Aber wir sind 3 Stunden da. Ist doch gut. Ich werde das wieder aus. Wir haben hier unser schönes Navi. Es ist übrigens ein bisschen weiter nach links sein könnte, als hätte ich nichts dagegen. Ein bisschen weiter nach links wäre, das schaut er eher so in die Mitte zwischen die Sitze neu. So, falls da nach hinten in der Mitte hockt, wo das funktioniert, so wie das da hinten aussieht, dann kann der das Navi perfekt sehen. Ja, toll, sogar ein Bus fährt schneller als wie ich. Das finde ich jetzt etwas diskriminierend. Naja.
Gucken wir noch, ob wir noch auf die 90 kommen. Sieht nach Regen aus, oder? Sieht nach. Ich glaube, davon ist jetzt nach Regen aus. Merken wir gleich, ob das nach Regen aussieht. Also, meiner Meinung nach sieht das so aus, als da vorne, ne? Wenn ich jetzt hier, hier ist noch schon blauer Himmel. Fuck. Also, ich bin unschuldig. Das ist ganz klar zu erkennen. Ha, 0%. Okay, ist mir egal. Oh ja. Man muss natürlich in der Mitte durch. Ich habe das Gefühl, der Sound ist zu laut. Das liegt daran, dass ich meine Kopfhörer gerade zu laut gemacht habe. Glaube ich. Ja. Speicherstufe habe ich immer noch keine. Ich nehme jetzt nämlich gerade hier um 15 Uhr auf und vorhin von einer halben Stunde, Stunde ist der erste Part rausgekommen. Wir haben 90 Kamera. Ja. Hab sie noch keine Kommentare versammelt. Mal gucken, ob das noch irgendwie was kommt von den Kommentaren her oder nicht. Das merke ich dann schon. Ja. Das merke ich dann schon. Da gibt es jetzt auch nicht sehr viel mehr zu sagen. Als das merke ich dann schon. Macht dieses eine Geräusch immer noch Angst, wenn man um die Kurve fährt. Was, hört mal genau hin, wenn ich hier um die Kurve fahre. Ich hasse die Vorführungseffekt. Ja. Als wenn es wieder da ist, da war ich natürlich drauf hin. Jetzt habe ich hier auch ein Radio. Warum habe ich zwei Radios? Das ergibt keinen Sinn. Beeilen uns wir noch schnell. Ja. Ich will gut an dem vorbeikommen. Es gibt zum Schluss gleich wieder einen Unfall, an dem ich nicht schuld bin, zum Glück. Ich bin auf die rechte Spur. Die rechte Spur geht weg, wir müssen ganz schnell nach links. Perfekt, würde ich mal sagen. Wenn das kein perfektes Timing war, dann weiß ich echt nicht mehr. Das war ja mehr als perfekt. Ich habe ein bisschen Angst, dass die Fahrzeuge im dritten Winkel sind. Es gibt ja diesen Winkel, da kann man einfach gar nichts sehen. Siehst du erst, wie die Fahrzeuge da vor dir wieder rauskommen. Wenn da was ist und darüber fährst, dann verkackt, ne? Was ist denn hier? Das Rheinland. Vorne ist blaues Zelt, sagst du? Nee. Ein blaues Haus. Aber es sind ja relativ wenige Häuser hier eigentlich. Da gibt es übrigens das Geräusch gerade. So. Endlich kann ich den Bus überholen. Also hoffe ich. Komm, 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 fahr vorbei, fahr vorbei. Ah, ich habe den Bus überholt. Yeah! Weiß gar nicht, warum ich den überholen wollte. Ich weiß, habe ich einfach genervt, dass der Bus schneller ist als ich. So, natürlich noch die 90 km/h. Können wir uns den LKW von draußen anschauen. Hier einen schönen Behälter. Ne? Und oh, Scheiße. Es regnet. Ich hab's doch gesagt. Ich hab's gesagt. Ich hab gesagt, es fängt jetzt dann an zu regnen. Was passiert? Jetzt fängt es dann an zu regnen. Ich glaube, ich sollte Wahrsager werden. Gleich wieder links. Licht anmachen. Jetzt sieht man schon das neue Licht von den Autos. Zum Beispiel ist das etwas bläulich, also ganz kleines bisschen, ne? So, ja, kann man es auch von normalen aus, da gibt es diese totalen Weißlichter und diese bläulichen,
Das ist das bläuliche, ich weiß keine Ahnung, ob es auch noch Fachbegriffe gibt. Ja, ne? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vielleicht gibt es jetzt irgendwie die extra blauen Superlichter hoch 3 heute zum Verkauf. Oder irgendwas. Oh Gott, das schüttet aber echt und wir haben noch richtig krassen Nebel. Ja, toll. Perfektes Wetter, würde ich mal sagen. Sehe ich dann auch schon das Auto, das in mich reinfährt, 2 Sekunden bevor ich in das reinfahre. So, circa. Da muss ich jetzt echt beeilen, wenn wir die Spur wechseln. Weil das Auto sieht man nicht lang vorher. Wir haben noch den langen Auflieger hinten dran. Ich hoffe mal, das passt jetzt alles. Aber ich denke schon. So, ich jetzt leider mal runter, dann bleibe ich einfach in der mittleren Spur. Und da kann man es auf welche Autobahn bisschen, das kann ich jetzt aber gerade leider nicht lesen. Hier einfach provisorisch. Auf der A45 sagst du? Ich glaube schon. Kommen wir bei dem starken Moment um die Kurve? Ja, natürlich. Skiller sagst du, ne? Oh ja. So. Einfach geradeaus weiter. Wir können mal gucken, wie viel wir schon von dem Müll verkundet haben. 1,12%. Oh, wir sind schon fast da. Oh, das ging schnell. Oh. Ja, ne? Schon abgelegen, wahrscheinlich jetzt Obi-Lager. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wozu Obi Chemikalien braucht, aber. Wenn sie meine, ne? So. Auch sieht die Sicht eingeschränkt durch den Seitenspiegel da und das kann jetzt gleich jetzt bei Kopf aushängen. Da dürfte ich ja eigentlich innerhalb von ein paar Sekunden total nass werden. Nochmal rechts. Oh Gott, das ist echt ein Mistwetter, ne? Warte mal, gibt es vielleicht irgendwas hier neben Scheinwerfer? Mal kurz gucken. LFK. K hört sich gut an. Sonst sehe ich wenigstens was. Oh, ich hatte ja schon geblinkt. Das Auflieger schafft, habe ich jetzt gar nicht gesehen. Das war etwas zu nass. Also sieht alles gut aus. Das wird uns gleich sofort angezeigt werden, wenn wir einen Schaden haben. So, wir fahren immer mit schön 60 km/h. Tanken müssen wir nicht. Ist alles gut, ne? Vorne können wir schon unser Ziel sehen. Einmal rechts abbiegen und dann noch einmal links und dann einparken und dann war's das. Also so circa, ne? So. Das war Sturgeräusche FTW, würde ich sagen. Ja, schön quietschen. Das Video. Oh ja. Der quietsche Stuhl und nur wegen dem blöden Stuhl wäre ich jetzt was auf die andere Fahrseite gekommen. Naja. Das Problem an der LKW ist halt, dass recht wir dann später die großen Frachten machen, wo ich mir extra ein paar Monster geholt habe. Damit. Naja. Die. Wir ausholen müssen, ne? Sonst schafft es der Auflieger nicht hinten um die Kurve. Also dafür erstmal fett auf die andere Spur fahren und dann wieder zurück auf unsere. Da hoffe ich mal, die KI ist gut, sonst werden wir da ein paar Unfälle bauen. Er ist aufgeteilt in Dortmund. Kurz links fahren, dann haben wir es schon, da steht schon Schild Obi. Und rein da.
Da müssen wir abstellen. So. Und es gewittert. Oh, ich hab den Warnblinker vergessen. Jetzt. Perfekt, würde ich mal sagen. Erster Versuch. Jo. So, nächstes Level. Wir kommen. Badum. Tisch. Jo, ne? Dann leveln wir einmal die Fernfahrten, damit wir mal etwas längere Fahrten machen können. Ich weiß, ich wollte das jetzt ein bisschen anders machen, aber ich denke, wir können das. Ja, so machen. Also so circa gleich und dann noch ein bisschen hochwertige Fahrt und später noch die sparsame Fahrweise, weil, wenn man das ganz oben hat, 35% Kraftsparnisse bei Fahrten mit Auflieger und auch ohne Auflieger. Also das ist schon einigermaßen viel, ne? Kommt drauf an, wie viel Geld wir später mal haben. Ja, ne? So, gucken wir gleich mal bestellen. Auftragen. Auftragen erst recht. Was ist das eigentlich für eine braune Linie?